A toxic smoke cloud drifted over Hamburg on Sunday after a large fire broke out in several warehouses in the east of the city. Residents were warned by mobile phone app to shut their windows and turn off their ventilation systems, and road and rail traffic were heavily disrupted. Es wurde uns ein Feuer gemeldet auf einem Gelände der dort hier ansässigen Firma. Es brannte initial eine Lagerhalle. Inzwischen ist diese Lagerhalle aus diversen Gründen auf weitere Lagerhallen übergegriffen. Wir haben eine Rauchwolke, die durch die halbe Stadt zieht, wofür wir aktuell auch warnen über unsere Warnsysteme. Reports said the fire had involved containers with hydrogen sulfide. Some 200 firefighters brought the blaze under control by Sunday afternoon.